Bei der Berlinale ist heute der erste Film eines deutschen Regisseurs in den Wettbewerb gestartet. Das Drama In Liebe, Eure Hilde von Andreas Dresen erzählt die Geschichte der NS-Widerstandskämpferin Hilde Koppi. Sie wurde von der Gestapo verhaftet und 1943 hingerichtet. Der Film konkurriert mit 19 weiteren im Rennen um den Goldenen Bären. In seinem Berlinale-Film erzählt Regisseur Andreas Dresen von einer großen Liebe im Widerstand. In Liebe, Eure Hilde. Das waren die letzten Zeilen, die Hilde Koppi an ihre Angehörigen schrieb. Frau Koppi, Ihr letztes Wort. Warum haben Sie also die illegale Tätigkeit Ihres Mannes unterstützt und nicht angezeigt? Weil ich meinen Mann liebe. Da hat es mir auch beim Drehen, ehrlich gesagt, die Beine weggehauen, als wir das gemacht haben. So wie es überhaupt bei diesem Film eine ganze Menge Situationen gab, wo es nicht nur mir, sondern auch einem Teil des Teams die Tränen in die Augen getrieben hat, weil das schwer auszuhalten war. Ja. Auch weil es Hilde und Hans Koppi wirklich gab. Besonders in der DDR wurden sie als Helden des Widerstands verehrt. Stolpersteine erinnern an sie, auch die Tafel an der Gartenlaube. Dort trafen sie sich, hier in Plötzensee wurden sie hingerichtet. Die RBB-Koproduktion zeigt zwei junge, fröhliche Menschen, nicht ahnend, wie gefährlich ihre Widerstandsaktionen waren. Hilde bekommt im Gefängnis ein Kind. Die unsichere junge Frau wird zur starken Heldin. Du bleibst bei mir. Bei mir. Und das ist Hans Koppi nun, der Sohn, der im Gefängnis geboren wurde. Er ist bei der Großmutter aufgewachsen. Sein Leben lang beschäftigt er sich mit dem Widerstand. Er ist froh über diesen Film.